Einen wunderschönen guten Morgen. Wir dürfen nicht so laut sein. Es ist noch ganz, ganz früh. 5.30 Uhr ist gerade hell geworden. Und ich habe eine weite Reise vor mir. So, noch schnell ein bisschen Proviant einpacken. Ja, der Bulli ist voll und wird noch voller. Ich hole noch jemand ab. Und wir haben ein ganz verrücktes Ziel vor uns, eine ganz, ganz weite Fahrtstrecke. Es geht hoch an die Nordsee. Und was wir da genau vorhaben, was wir machen und warum wir Wallerzeug im Bulli haben und ganz hoch in den Norden fahren, wo es eigentlich überhaupt keine Waller geben sollte, das erfahrt ihr gleich. Abfahrt. Ja, jetzt sehen wir uns wieder auf der Bahn. Die Sonne geht gerade auf, zum Glück. Also bei mir zu Hause war es wirklich richtig verregnet, richtig frisch. Aber jetzt klettert auch langsam das Thermometer. Ich habe eine richtig, richtig, richtig weite Strecke vor mir. Es geht in den hohen Norden, in Richtung Nordsee, an die Treene. Dort findet morgen ein Mega-Event statt. Ja. Also es wird ein ganz besonderes Video, denn ein guter Welsangler, ein guter Freund von mir, bin ich gerade auf dem Weg jetzt, den werde ich noch abholen, wird mich begleiten und wir werden dort oben versuchen, natürlich in einem Gebiet, wo der Wels relativ unbekannt ist, also wo man nicht viel hört, von Wallerfängen einen Wels zu fangen. Wir werden euch mitnehmen und nebenbei noch zahlreiche andere Angler werdet ihr treffen in diesem Video, ja. Denn es wird in Friedrichstadt an der Treene ein Mega-Event stattfinden von Jörg Owens, kennt ihr alle. Hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal. Jörg hat da oben im hohen Norden einen Mega-Event ins Leben gerufen, Tag des Angelns. Zahlreiche bekannte Angler werden sich dort an der Treene treffen, zusammen auf ihre Zielfischarten angeln. Und das Spannende ist, ihr könnt den Jungs und Mädels dabei über die Schulter schauen. Ja? Sie mit Fragen löchern, mit Angeln, alles ausprobieren. Und das ist unser Plan jetzt. Ich bin auf jeden Fall mal mega gespannt, ob wir eine Chance auf Waller haben. So, jetzt hole ich erst noch meinen Kumpel ab und werde euch da zu einem neuen Gewinnspiel mitnehmen. Denn ich glaube, im vorletzten YouTube-Video gab es ein Gewinnspiel. Da haben wir die Lampe verlost. Der Gewinn ging natürlich raus an einen jungen Mann, der hat sich mega gefreut. Und dieses Mal werde ich euch auch ein paar tolle Preise verlosen. Ich werde euch so ein Package verlosen mit diversen Plakettartikeln drin. Und diesmal werden wir es auch so machen, dass der Gewinn unter den drei richtigen Antworten verlost wird. Also nicht derjenige, der als erstes im Video die richtige Antwort postet, sondern eine Glücksfee wird drei Gewinner auslosen, die die richtige Antwort in den Videokommentaren unten geschrieben haben. Und dann bekommt ihr was Fettes nach Hause geschickt. Und zum Gewinnspiel, also die Frage zum Gewinnspiel, wen hole ich jetzt in Kürze ab? Welchen Angler, das ist ein bekannter Welsangler, hole ich jetzt in Kürze ab? Der wird gleich neben mir sitzen. Diejenigen, die den richtigen Namen in die Videokommentare unten reinschreiben, werden von mir ein Überraschungspaket zugeschickt bekommen. Es wird drei Gewinner geben. So, jetzt fahren wir noch ein Stückchen und dann seht ihr den jungen Mann. Wir werden auch ein bisschen schnacken auf der Fahrt, mal ein bisschen Smalltalk halten über so ein paar verrückte Geschehnisse, die uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten beim Welsangeln passiert sind. Es wird auf jeden Fall spannend und später sehen wir uns dann oben, kurz vor der Nordsee, beim Welsangeln. Bis gleich. So, Ladies and Gentlemen, ich bin jetzt gleich am Treffpunkt. Noch könnt ihr in die Kommentare reinballern, was ihr glaubt, wen ich abhole. Und dann geht's weiter in den hohen Norden.
Moin. Sag mal hallo. Guten Morgen. Ist ja genauso pünktlich wie ich. Ja. Punkt 8. Super gut. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Ich habe dich angekündigt. Also da ist auf jeden Fall die Leute, die alle den Namen richtig geraten haben, Jungs und oder Mädels, die in den Videokommentaren unten den richtigen Namen reingeschrieben haben, die bekommen von mir, nachdem sie von der Glücksfee ausgelost worden sind, ein fettes Merch-Paket von Black Hat nach Hause geschickt. Ja, und der Svenny fragt mich jetzt gerade, wo fahren wir eigentlich hin? Ich habe euch schon erzählt, wo wir hinfahren, aber wir werden ihn jetzt mal im Auto fragen, wo er hinfährt und wie er dort einen Wels fangen will. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ja genug Zeit vor uns und wir werden euch noch ein paar andere spannende Geschichten erzählen. Umladen, Abfahrt. Ja. Ich dachte, dass du schon wieder ein Video machst, hätte ich nicht, wäre ich nicht mitgekommen. Hi. Grüß Hi. Dich. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr für meinen Motor. Klar, kannst du auch drauf legen. Ich habe zwei Makrele dabei, eingefrorene. Ich habe gedacht, die anderen mit Rotaugen. Nee, die gab's nicht. Makrele ist aber super an der Nordsee. Ich dachte mir genau, das ist ja für die Leute da interessant, weil das kriegst du ja. Genau, Svenny hat auf jeden Fall Köder am Start, eingefrorene Makrelen. Das passt zu unserem Angelgebiet und ein riesen E-Motor. Aber der geht in den Service, denn am Ort des Geschehens werden Arino-Jungs sein und die Motoren vorstellen. Genau, legt das so rein, dass nichts kaputt geht, dass nicht unsere tolle Wallerboje hier platzt. Alles lieblos hier reingehämmert. Ah ja, das muss es aushalten, das Gerät. Ah ja. Na, du hast schon die neuen Routen. Tasche. Jetzt hätten wir das sauber machen können. Ja, ja. Mal, das ist die sauberste. Alter Vater. Und das hier ist unser Merch-Karton. Genau. Kappen, ein paar Kleinteile. Und von dem Karton werden wir euch auf jeden Fall was aufheben und den glücklichen Gewinnern zuschicken. So, jetzt genug geschnackt. Rutenhalter nimmst du auch mit raus. Rutenhalter nimmst du auch mit. Welsbude muss ein Rutenhalter rein. Deine Kühlbox reinschmeißen, weil die kühlt bestimmt besser als das Ding vom Sascha. Wir können die Makrele in meine Kühlbox reinschmeißen. Ja, ja, das Ding muss ich direkt noch hier lassen. Eine schöne Makrele. Zack. So. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ja, wir nähern uns Hamburg. Was heißt, wir nähern uns? Es sind noch gute 200 Kilometer, aber bis jetzt sind wir ganz gut durchgekommen. Auffallend ist auf jeden Fall, bei mir zu Hause war es zwar auch etwas frischer, aber nachdem ich den Sven abgeholt habe, hatten wir gute 20 Grad heute früh, Tendenz steigend und jetzt fällt mittlerweile das Thermometer, ja. Temperaturen jetzt draußen von 18 Grad, vorhin hatten wir sogar mal 16 Grad, leicht Nieselregen. Wir merken, wir kommen dem hohen Norden näher. Und was macht man, wenn man viel im Auto hockt? Man quatscht natürlich, große Fische haben wir beide schon genug gefangen. Man redet dann viel so über die lustigen, verrückten Sachen, die einem beim Angeln passieren, die ihr meistens so gar nicht mitkriegt, weil wir sie einfach aus den Videos oft rausschneiden. Ich habe mir auch letztes Mal überlegt, wie ich wieder so ein paar alte Aufnahmen durchgeschaut habe, wo man so die Outtakes gesehen hat. Eigentlich wäre es ja wirklich mal lustig, wenn ich euch ein reines Outtake-Video mal mache, wo ihr seht, was alles komplett schief läuft. Ja? Und um die 7 Stunden Fahrt hier runter zu bekommen, haben wir natürlich auch viel zu erzählen, viel gelacht, viele verrückte Dinge uns erzählt und wir wollen euch da jetzt einfach mal ein bisschen dran teilhaben lassen. Und wir werden euch jeder jetzt so eine kleine verrückte Story aus unserem Anglerleben zum Besten geben. Stelle in 500 Meter.
nicht. Hör das, die nächste Baustelle kommt, wahrscheinlich der nächste kleine Stau. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald im hohen Norden an der Drehne sehen. Bin mal gespannt, was der Sven dort machen wird, um einen Wels rauszuhauen. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir gehen heute Abend noch angeln. Weil heute passiert noch nicht viel. Wir werden ein bisschen den Stand vorbereiten, unser Tackle vorbereiten. Aber wir wollen auf jeden Fall noch angeln gehen. Ja. So, Svenny, erzähl doch mal, du bist ja Profi. Sehr, sehr viel unterwegs. Ob einem Profi-Angler wie dir auch manchmal Missgeschicke passieren. Du kannst erzählen, was du willst. Ja, ja. Ich weiß schon genau, was ich erzähle. Also man muss dazu sagen, eigentlich sollte man sowas ja gar nicht erzählen, weil ihr da, die euch immer die Filme anschaut, denkt wahrscheinlich immer, dass wir viel Angler, Profis, dass bei uns immer alles glatt läuft, dass bei uns nie irgendwelche komischen Sachen passieren. Und Stefan hat es ja schon gesagt, wenn ihr wüsstet, wie viel bei uns auch schief geht. Ja, also eine Geschichte fällt mir auf jeden Fall ein. Viele andere Geschichten sind viel zu lange, um die zu erzählen. Aber die eine kann ich euch erzählen, die ist auch relativ schnell erzählt. Das war vor ein paar Jahren, wollte ich zum Rhein, so eine Kurzsession geplant. Das war Samstagnachmittag und bei einer Kurzsession hat man ja sowieso alles ein bisschen zeitoptimiert. Man hat wenig Material dabei, man guckt, dass man nur das Nötigste mitnimmt. Ich bin dann am späten Samstagnachmittag, eigentlich viel zu spät, losgekommen. Bin dann Richtung Rhein gefahren, das ist von mir so eine gute Stunde zu fahren. Und so auf halber Strecke musste ich noch tanken, bin an der Tankstelle gewesen. Und dachte mir, aus welchem Grund, ich weiß es nicht mehr, ach, guckst du mal in den Kofferraum, habe ich den Kofferraum aufgemacht und habe gesehen, ich habe den Außenboiler vergessen. So, und für diejenigen, die schon mal am Rhein waren, wissen, dass das ein Fluss mit extrem viel Strömung ist und dass da das Angeln mit dem Boot ohne Außenboiler eigentlich wenig Sinn macht. So, ich habe mich erstmal voll aufgeregt und habe mir überlegt, was machst du jetzt? Fährst du jetzt heim? Legst dich auf die Couch, bist frustriert und gehst nicht mehr angeln. Oder nimmst du es in Kauf und fährst zurück, holst den Außenborder und fährst dann wieder Richtung Rhein. Dann wird es halt alles spät, es wird eh schon alles knapp. Aber gut, ich wollte einen Fisch fangen, ich wollte angeln gehen. Ich habe mich dafür entschieden, zurück zu meiner Halle zu fahren, den Außenborder zu holen. Das Ganze hat mich dann viel, viel Zeit gekostet. Ich war echt ziemlich angepisst. Dann war ich am Rhein angekommen, an der Slipstelle war da noch Betrieb, da waren noch andere Boote, die wollten da rein und raus, das kennt ihr ja vielleicht, das war irgendwann im Frühsommer, relativ viel los. Ich hatte auch Zuschauer, habe dann aber irgendwann mein ganzes Tackle aus dem Auto raus und ich hatte so ein Zepterschlauchboot zum Zusammenrollen mit dem Luftboden, habe das alles schön auseinandergerollt, das ganze Material lag da und dann dachte ich, okay, jetzt bläst du noch dein Boot auf und dann ist mir aufgefallen, ich hatte meine Pumpe vergessen. Also, zweite Sache vergessen gehabt, Pumpe nicht dabei und Schlauchboot aufpumpen ohne Pumpe ist natürlich nicht möglich. Und dann war bei mir der Zeitpunkt erreicht, für diejenigen, die mich gut kennen, wissen, dass ich mich nie aufrege, Gruß an Sascha Kral. Und das war dann in dem Moment für mich auch zu viel. Ich weiß nicht, wie viel ich geflucht und geschimpft habe, ich habe das ganze Zeug dann irgendwie noch ins Auto reingeknallt und dann war im Endeffekt die Session zu Ende. Ich war am Rhein, es war ein perfekter Abend, die Bedingungen waren geil. Aber ich bin dann heimgefahren, habe mich auf die Couch gelegt, habe glaube ich 2 Tüten Chips gegessen, war echt angepisst und wenn ich jetzt die Geschichte erzähle und mich da reinversetze, reg ich mich direkt schon wieder auf. Ja. Und weil wir das ja nicht wollen, weil wir ja eine entspannte Zeit jetzt hier am Wochenende haben wollen, beim Jörg da oben im Norden, mache ich jetzt mal Schluss mit diesen Geschichten, wo ich bestimmt auch noch die ein oder andere weitere erzählen könnte. Und vielleicht hat der Stefan auch noch einen auf Lager, den er euch jetzt präsentiert. Und vielleicht, kleiner Tipp für euch, wenn ihr zum Fischen geht, denkt immer dran, dass ihr bevor ihr losfahrt nochmal euer Tackle checkt, damit ihr alles Wichtige dabei habt. Naja, das passiert natürlich, wenn man viel unterwegs ist, immer wieder, dass man was vergisst. Ich bin der Meinung, ein richtig harter Welsangler hätte das Druckluftventil mit den Lippen im Mund aufgeblasen. Aber von diesen Sachen kann ich euch auch genug zum Besten geben, ja. Ist menschlich, wenn ich jetzt kurz so zurückdenke, wenn wir so beim Thema vergessen sind von wichtigen Ausrüstungsgegenständen, passiert nahezu täglich oder wöchentlich. Die meisten Sachen kann man irgendwie kompensieren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auf dem Weg nach Frankreich war, sehr weit gefahren bin, 900 Kilometer. Damals war ich noch sehr jung, mit einem kleinen Polo unterwegs. Da haben aus allen Fensteröffnungen das Angeltackle rausgehangen.
Faltboot, so ein Potter-Faltboot, hatte ich damals auf dem Dach festgeschnallt, hier durch die Fenster durch festgebunden. Komme am Gewässer an, voller Elan, komplett übermüdet, voller Lust zu angeln. Und was hatte ich zu Hause liegen lassen? Die Steckpaddel, ja. Kein E-Motor dabei, kein Verbrenner dabei, Paddellagen zu Hause. Und dann habe ich eine Woche Uferangeln gemacht an einem riesigen Gewässer. Habe sogar noch einen Fisch fangen können, aber das war am Anfang wirklich doof. Doof gelaufen, ja. Und dann noch eine kleine verrückte Geschichte. Ab und zu, wenn man im Auto unterwegs ist, ist ja alles nicht so das Problem. Aber ab und zu habe ich auch Flugreisen zum Angeln. Und wenn ich mich daran erinnere, wo wir damals in die Türkei sind, um den Riesenwels zu jagen, wurden wir am Flughafen aufgehalten. Habe ich damals nicht gewusst. Meine Rollen alle fein, säuberlich vorbereitet, im Handgepäck. Und da hat der nette Beamte gesagt, Schnur darfst du nicht mit reinnehmen hier ins Flugzeug. Hättest du dir einen Koffer packen müssen, dafür war es aber zu spät. Und dann hat er meine Wallerrollen abgespult. Erst hat er sie probiert abzuspulen, das hat zu lange gedauert. Dann haben sie abgeschnitten mit zum Teppichmesser. Und dann bin ich im Flieger in die Türkei zur Großwelsjagd. Meine Rollen hatte ich dabei, aber keine Schnur mehr drauf. Ja. Und aus solchen Sachen lernt man, da lacht man heute drüber. Damals war das richtiger Nerventerror. Aber es gehört dazu und macht das ganze Hobby zu dem, was es ist, einfach nur spannend. Und jeden Tag macht man neue Erfahrungen. Und auch wir, obwohl wir schon viel erlebt haben. Aber Sven hat auf jeden Fall daraus gelernt, wenn er jetzt startet, nochmal alles durchzuchecken. Und ich habe daraus gelernt, wenn ich irgendwo hinfliege, auf jeden Fall die Rollen in den Koffer. So, Jungs und Mädels, jetzt werden wir noch weiterhin ein bisschen weiter klönen. Und dann sehen wir uns spätestens wieder, wenn wir Hamburg durch sind und kurz vom Ziel an der Treene ankommen. Bin gespannt, bin wirklich gespannt, was der hohe Norden für uns bereithält. Ich hoffe, ich habe genug dicke Klamotten dabei, weil so warm wie im Süden wird es definitiv nicht. Abfahrt, weiter geht's. Ja, mittlerweile sind bei uns auch die Gesprächsthemen vergangen. Sven lacht da drüben. Nicht mehr so lustig, also wir wären schon längst da, aber nur Stau. Nur Stau hier. Unglaublich. Immer mal wieder kommt so ein Baustellenschild, kommt eine Baustelle, aber arbeitet keiner was. Nichts los auf der Baustelle, aber alles steht. Zum Glück kein Unfall, aber nur permanent Stau. Stau, Stau, Stau. Und das nervt jetzt halt wirklich. Ja. Wir haben jetzt fast 14 Uhr, unsere Ankunft war eigentlich 14 Uhr, könnt ihr euch daran erinnern, ich bin im Sonnenaufgang zu Hause weggefahren. Jetzt ist 14 Uhr und wir haben immer noch 200 Kilometer auf der Uhr, die wir noch brauchen. Bis wir da oben sind im hohen Norden, ist wahrscheinlich schon längst hier irgendwie so Weihnachtszeit, erster Advent oder sowas. Nee, Quatsch, aber es nervt langsam, es nervt echt. Guckt euch das mal an. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil in unserem Job. Viele beneiden uns, weil die denken, wir hocken den ganzen Tag nur in der Sonne und angeln. Aber das Unterwegssein mit dem Auto, bei den Zuständen hier auf, man muss leider dazu sagen, hauptsächlich deutschen Autobahnen, im Ausland kenne ich sowas nicht, das ist echt nervig, wenn man nicht vorankommt, wenn man nicht vorwärts kommt. Der Stau ist überstanden und der Regen ist da. Außentemperaturen 14 Grad bei uns im Süden zu Hause. Haben eben mal geschaut, 27 Grad heute, feinstes Badeseewetter. Und hier im hohen Norden, wir haben Hamburg hinter uns gelassen. Ja, Temperatur ballert runter und der Regen ist da. Ich hoffe wirklich, dass wir heute Abend noch ein bisschen vernünftiges Wetter haben zum Angeln und morgen für den großen Tag das Wetter mitspielt. Naja, ich habe auf jeden Fall in weiser Voraussicht Regenklamotten eingepackt. Ich weiß nicht, wie das beim Herrn Dombach aussieht.
Ich habe mit weiser Voraussicht mal vorsichtshalber keine Regenklamotten eingepackt. Also Urus Dose hast du gesagt, hast du dabei. Ich habe nichts dabei. Ich habe eine kurze Hose dabei, eine lange Hose dabei, ein Hemd dabei, eine Mütze dabei und eine frische Unterhose dabei. Das war's. Kann er sich ja mit der Unterhose zudecken im Regen. Ja. Daumen drücken. So, Endspurt. Endspurt an die Träne. In 250 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. So, jetzt guckt man hier vorne nach rechts. Da ist nichts. Ich glaube, der Gesichtsausdruck von Sven eben hat schon alles gesagt. Er sagt nämlich gar nichts mehr. Seit anderthalb Stunden zu mir im Auto. Vorhin noch Riesengeschichten erzählt und jetzt ist hier alles stumm. Ja, keine Ahnung. Wir sind Sie hier mitten. Das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Jo. Wir sind da. Okay. Hier ist die rechte Straßenseite. Ziel erreicht. Sehr gut. Alter Vater, Jungs und Mädels. Da bin ich mal gespannt, also ich werde das Video ja erst später sehen, aber wer von euch morgen uns hier beim Welsangeln besuchen kommt und sich dann auf jeden Fall Sven seine Regenjacke anschaut, die er sich noch heute Nacht stricken muss. Aber vielleicht finden wir irgendwo hier einen Plan oder irgendwas. Alter Falter. Aber das ist halt manchmal wie so ein Kinderüberraschungsei, ne? Spaß, Spiel, Spannung. So, wir sind irgendwie, also das Navi sagt, wir sind da. Da hinten ist, glaube ich, auch Wasser. Boah, okay. Schauen wir mal. Ja, so schnell sehen wir uns wieder. Wir begrüßen euch hier an der wunderschönen Träne. Wir suchen jetzt immer noch unseren Treffpunkt. Es ist später Nachmittag. Ihr seht auch, wir sind merklich dicker angezogen. Ja. 12 Grad Außentemperatur, leichter Nieselregen, ideal. Aber wir haben uns erstmal für heute Abend ein bisschen leichtes Tackle eingepackt. Svenny hat die Köderbox am Start. Mal gucken, ob wir uns schon mal ein bisschen einangeln können. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Jörg finden, was der uns hier zu dem Gebiet erzählen kann. Tut auf jeden Fall gut jetzt in der frischen Luft nach gefühlten 10 Stunden im Bulli. Da vorne ist er! Jörg, Mensch! Was ist denn hier für ein Wetter? Hier wohnst du? Hier für unsere Verhältnisse sehr gut. Grüße! Hi! Was geht denn hier ab morgen? Wir haben schon ein bisschen den Leuten was erzählt. Ja, Tag des Angelns. 30 Stationen. Die beginnen jede Stunde die Vorführung neu. Und ein Riesen-Event auf jeden Fall. Gibt es hier Wälse? Hier gibt es Wälse. Hier gibt es Riesenhechte. Ich habe jetzt erstmal hier so ein bisschen Leittackle eingepackt, nach der ganzen Zeit im Auto, dass wir uns so ein bisschen einangeln können. Das sind deine Wälzstuten, oder? Nein, wir wollen mal probieren, jetzt erstmal einen Barsch zu fangen oder irgendwas, dass was zuppelt. Heute Nacht oder morgen früh geht es dann richtig los auf Wels. Ich angel nachher noch am Bett. Du angelst noch mit uns? Ja, eine schöne halbe. Du bist ja Revierkenner, dann haben wir auf jeden Fall einen super Guide. So, und jetzt? Wir fangen noch einen Fisch. Na klar fangen wir Fisch, wir fangen immer einen Fisch. Ja. Vor allem bei dem Wetter, hier ist ja schon Herbst, die Raubfische sind in vollem Gange. Bei uns in Süddeutschland sind die alle noch in der Sommerpause. Was zeigst du mir? Da vorne, siehst du das? Ja. Das ist die Bugwellen. Guck mal da. Ja, sehen wir. Siehst du das? Ja. Was sind das? Das sind Barsche, die da in den Kleinfischen da oben. Okay. Hast du viele Leute nicht so? Dann holen wir uns erstmal einen Barsch. Angelkarte haben wir. Abfahrt. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Nottackle hier zusammengebaut. Ich kletter jetzt hier mal schnell über den Zaun in den Badebereich hier rein. Ist ja keiner unterwegs jetzt bei dem Wetter. Mal gucken, ob da was geht. War hier vorne an der Oberfläche. Haben wir vorhin ein bisschen Fischaktivität gesehen. Mal gucken, ob wir da Glück haben. Ja. Muss mal schauen, ob ich die Kamera irgendwo ein bisschen safe hinstellen kann. Denn Wasser mögen sie nicht. Ich habe hier einen kleinen Hornet in der Größe 4 am Start.
Da war im Zopper, das Wasser ist zu flach. Ja, hier im Badebereich war nichts los, obwohl ein Haufen Weißfische da sind, spritzen immer wieder an der Oberfläche auseinander. Suchen wir uns mal einen neuen Spot. Vielleicht können wir irgendwo auf den Steg drauf, ein bisschen weiter raus. Sudden comfort, hang with my friends all playing games. We all started at a full house. So, an Angeln ist aktuell leider nicht mehr zu denken. Der Regen wird immer stärker, die Kameras geben auf. Im Hintergrund seht ihr noch ein bekanntes Gesicht. Und Johnny, der ist schon, der hat nicht mal eine Regenjacke mit. Ja. Svenny hat eine Regenjacke gefunden. Wir ballern uns jetzt was zu essen rein und sehen uns morgen früh wieder. Ich hoffe bei besserem Wetter. Ja. Morgen geht's vorwärts, morgen gibt's Fisch. Hoffe ich. Bis später, schönen Abend. Grüße aus dem wunderschönen Norden. Heute regnet es halt mal. Alter, läuft da die Soße runter. Guten Morgen. Eigentlich wollten wir ja heute Nacht mit euch angeln gehen. Spannendes Angelvideo machen, wenn wir schon mal hier oben sind. Aber unglaublich, unglaublich. Ja. Schaut mal hier raus. Das Wetter wird heute noch schlimmer. So, und jetzt suchen wir erstmal den Weg wieder an die Drähne. Kurz entschlossen, ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Haben Sven und ich einfach nur im Bulli jetzt gepennt, ohne viel Schnickschnack. Weil wir sind das ganze Jahr über, sitzen beim Regen im Schlamm. Und diesmal haben wir uns gesagt, gestern Abend war noch gemütlich was essen. Nee, wir waren eh schon klatschnass. Und es ist noch nicht mal August, ja. Es ist Ende Juli. Bei uns zu Hause bestes Wetter. Oh, Alter, hier kommt das ganze Wasser vom Bulli runter. Ja, und wir sind jetzt hier und werden heute an der Drähne den zahlreichen Besuchern das Welsangeln näher bringen. Alter Falter. Naja, Wetter hat einem noch nie geschadet. Sind wir mal gespannt. Und hier gibt es eine Straße, da muss man auf jeden Fall niemals mit Gegenverkehr rechnen, glaube ich. Freust du dich? Ich freue mich wie Sau. Hab aber auch super geschlafen bei dir im Bus. Ja. Begeisterung sieht anders aus. Alter Falter. Naja, sehen uns gleich am Wasser. Achtung, Sven. Achtung, Wasser kommt. Oh. Alter Falter. Ja, und wir haben schon gedacht, der Tag des Angelns hier in Friedrichstadt fällt ins Wasser. Aber schaut mal, wie viel Verrückte hier schon morgens kommen, um die ganzen Stationen zu besuchen. Also da sieht man wirklich, Angler sind verrückt. Sogar die Kleinsten sind dabei, gell? Ihr seid in dem nächsten YouTube-Film drin. Sag mal was. Hallo. Hallo, sagen sie, genau. Der Regen schreckt uns nicht ab. Wir machen hier weiter und gehen nachher nochmal, wenn es ein bisschen aufhört. Also es regnet momentan wirklich in Bindfäden. Die anderen Stationen ab. Hier wird so viel geboten. Aber leider meint es der Wettergott heute nicht gut mit uns. Aber schreckt uns nicht ab. Haufen Leute, gell? Ihr habt Spaß. Erzähl mal von deinem Waller, den du hier vor kurzem gefangen hast. Ja, vor kurzem 1,62 Meter mit 28 Kilo. Auf dem Blackhead-System gefangen. Welche U-Pose? Den Tannenbaum gehabt mit 20 Gramm. Tauwurmbündel? Und Tauwurmbündel mit pro Haken halt zwei Tauwürmer rangehangen und hat wunderbar funktioniert. Hervorragend. Selbst hier im hohen Norden, seht ihr, der Wels ist überall allgegenwärtig. Man muss es nur probieren. Das muss man mal ausprobieren, wenn du es
Man sagt immer, je weniger Strömung man hat, desto kürzer ist das Vorfach mit der Tauchung. So. Wenn du jetzt aber sagst, du hast das Problem mit deinen Krabben, dann würde ich erstmal mit einer relativ kurzen, mit einem kurzen Abstand zum Blei anfangen und würde so lange das Vorfach verlängern, bis du Ruhe vor den Krabben hast. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Jungs schwimmen. Ich habe keine Erfahrung mit Krabben. Hast du denn hier mit verlängern? Mit Krabben habe ich auch keine Erfahrung. Die gibt es bei uns noch verlängern nicht. Verlängern heißt ja halt einfach das Vorfach, das ist ja das Vorfach, nur in dem Fall ganz kurz. Das kannst du ja so. Aber das Spannende ist, dass trotzdem die Montagen alle irgendwo gleich sind. Ja, wir hatten hier viele tolle Gespräche mit Anglern hier vor Ort. Die Fischgröße ist hier oben vielleicht noch nicht die gleiche wie bei uns unten in Mitteldeutschland oder im Süden. Aber wenn die Jungs Fische fangen oder auch die Mädels, waren auch Anglerinnen hier, U-Posen-Systeme, Taubumbündel, ja, das ist im Endeffekt alles irgendwo das Gleiche, was da eingesetzt wird und zum Erfolg verhilft. Große Aufregung jetzt hier. Johnny hat eben einen vermeintlichen Wels gesehen. Ich habe mir jetzt mal schnell hier was vorbereitet. Zwei Wallerhölzer habe ich natürlich im Bus. Schnell eine Klopfrute zusammengebaut, ein paar Würmer geholt. Von ein, Stefan, vier. So, und jetzt bin ich mal... Ja, genau, das erzählen die immer. Komm rein mit dir. So, jetzt. Ich zeig dir das, Junge. Los. Einfach rein da. Jungs, das wäre ja spannend jetzt, wenn wir das Teil fangen, ne? Ja. Also, probieren müssen wir's. Ja, klar, film ich dir gleich. Probieren müssen wir's. Mach ich dir. Vier Stück. Vier Stück, Junge. Kannst, wie arg treibt das Boot im Wind? Weil ich habe jetzt das geht, nicht so leichtes. Nicht so viel. Okay. Also es geht. Wenn nicht, können wir noch irgendwas da reinbasteln. Okidoki. Ja, der ist aber nicht. So, schauen wir mal, ob wir den kriegen. Normalerweise, weil die werden das Klopfen hier nicht kennen, ja. Wenn da einer kommt, angeln wir den jetzt an mit dem Wallerholz und das sollten wir den bekommen, ja. Da oben drücken sie uns schon die Daumen. So, da gucken wir mal. Ja, ich habe gleich gerade nicht richtig, wa? War der erste Such? Ja, das war ein Wels. Dann der zweite, dritte. Waren die schnell oder kamen die nur zum Boot gucken? Die sind auch nicht so spooky abgehauen, ne? Ich habe sie nicht am Köder gekriegt, aber also am Gummi, ist es mal dasselbe. Der Gummi ist einfach ein Problem, ne? Ja, Naturköder ist da oft besser. Man sieht viele Fische. Wir probieren es mal aus, ja. Jetzt ein schnelles Naturködersystem zusammengebaut. Klone Dark Front so ein Blei drüber. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das klappt. Wir waren genau hier vor. Vor dem Haus. Genau, machen wir den Motor aus, bitte. Hier drüben sehen wir einen Köder, ja, sagst du. Ja, musst du ein bisschen. Also wenn du den hier runterlässt. Wenn du den hier runter lässt, siehst du ihn auf jeden Fall. Ja. Na, na, guck am Echolot. Da kommt er rein ins Bild. Ja, treibt ein bisschen. Na? Wie weit muss er runter? Ja, so mach mal 1,50 Meter über Grund. Ja, ja, wisst ihr, was war das mit dem? Dann kann ich hier drüben klopfen. Warte, wenn du so, musst du hier runterlassen. Wenn wir jetzt so treiben, dann müsste das klappen. Warte mal. Wir treiben so. Dann müsste der eigentlich jetzt gleich reinkommen. Da. Das ist er. Man muss ihn halten. Genau. Ja, da ist er. Okay. Siehst du? Der ist da. Da siehst du ihn. Ne? Genau. Ja, wenn du näher dran gehst, treibt er dir unter dem Boot vielleicht weg. Das ist rechts, links. Ja, okay. Das ist nach vorne hin. Wenn da einer Bock hat, weil das Klopfen werden sie hier nicht kennen, müsste das direkt attackieren. Da bin ich mal gespannt. Ja, 3-4 Stück waren es. Vielleicht habe ich einen zweimal gesehen. Ja, wir treiben doch jetzt so schön langsam durch. Hast natürlich guten Schall auch hier mit der Steinmauer, oder? Fast besser, wenn ich stopp klopfe, weil der Köder auch ist. Ja, also wenn er 4 Meter, 5 Meter im Umkreis vom Boot kommt, haben wir ihn sofort drauf. Dann sehen wir ihn sofort. Okay.
Was ein Sauwetter. Ja, hier in dem Gebiet ist so ein kleiner Abzweig. Kleiner Altarm kann man sagen. Geht hoch zur Schleuse hier oben. Da hat Johnny vorhin die Fische gesehen. Sind knapp über Grund durchgeschwommen. Ja, und bis ich mein Zeug zusammengebaut habe, jetzt finden wir sie wieder nicht mehr. Ja. Aber ich als Waller würde mich, glaube ich, bei dem Wetter hier auch verpissen. Echt furchtbar. Es regnet ununterbrochen durch. Gestern, wie wir angekommen sind, hat es begonnen und nimmt kein Ende. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, Respekt an die Besucher. Zahlreiche Leute hier unterwegs, die einzelnen Stationen besuchen. Ich schaue nachher mal, ob ich nochmal mit euch durchlaufe, euch die einzelnen Bereiche zeige, ja. Und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder bei besserem Wetter hier zum Tag des Angelns. Da war er. Das war der kleinere. Ich war 1,20, 1,30, 1,40. Der andere war gerade wesentlich größer. Und da ist der zweite, das ist der zweite, das muss er sein. Der hat sich gerade auch bewegt. Da unten ist er. Da unten ist er gerade geschwommen. Hast du ihn gesehen gehabt? Ja. Aber steigen, ne? Nee, der liegt am Boden, ne? Aber der andere hat sich. Der andere ist gerade, hast du gesehen, ne? Ja. Der andere hat sich gerade bewegt. Da ist eine Brasse da oben. Da ist er, Leute. Da war der Große. Da war der Große. Aber keine Anstalten, da hinzustellen. Nee, 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 kam nicht. Vielleicht ein bisschen weiter runter, ich weiß es ja nicht. Geh mal, ne? Lass mal ein kleines Stück weiter runter. Ja, ein klein bisschen näher dran, weißt du, weil das so trüber auch ist, ne? Die schwimmen echt kurz über Boden, ne? Ja, aber die zeigen sich, ne? Der müsste eigentlich durchs Wallerholz hochkommen. Das haben wir uns hier auf die Schnelle zusammengebaut. Zwei Drillinge übereinander, Frontzone-Blei, ohne Teaser. Das, was wir auf die Schnelle gefunden haben. Und normalerweise reagieren sie darauf auch super. Der hier ist, oder die beiden, die wir gesehen haben, sind relativ schnell geschwommen. Aber geht natürlich auch nicht immer sofort, dass da einer angeht. Ich lasse das Vorfahr jetzt hier Johnny mal im Boot. Geht zurück zum Stand. Zu den zahlreichen Besuchern, wirklich verrückt bei dem Wetter. Ne? Und dann geht es weiter, vielleicht kriegt man noch mal eine Chance. Jetzt geht es erstmal unter der Brücke hier noch mal durch. Und da vorne stehen sie, die ganzen Beobachter. Also wirklich zähes Publikum haben wir Angler. Ich glaube, wenn du jetzt hier beim Rockkonzert wärst, da wären schon einige Zuschauer nach Hause gegangen. Aber das angelnde Publikum ist zäh. So, wo ist der junge Mann? Danke. Bitte schön. Danke. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Den Waller haben wir zwar eben nicht fangen können, aber was hier los ist, ja, wie verrückt doch Angler sind und Anglerinnen und sogar junge Männer bei dem Wetter hier. Aber ich habe es euch ja gesagt, das schlechte Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ganz genau, ja. Max kam gerade eben an Stand mit seinem Waller Erfolgsbericht. Bericht, jo. Rhein vom Bodensee, Ende Bodensee, Anfang Rhein. Rhein, Bodensee, weißt du, wo wir hier sind? Ja, ich weiß. Wie weit bist du hierher gefahren? Nee, ich wohne hier, aber komme von da unten. Okay, cool. Genau. Und wir haben da bei recht starker Strömung einen kleinen 65er Waller verhaften können. Und das Maul war so groß wie der Haken auf dieses Warm River Rig. Ja. Haben wir den gefangen. Ja. Cool. Ging ab. War gut. Funktioniert. Ja. Petri Heil. Danke. Kleinwels ist besser als kein Wels. So ist es. Genau. Guck mal, wer angekommen ist. Der Rune. 8 Jahre bist du alt. Ja. Und wie lange angelst du schon? Seitdem ich 2 bin. Alter Falter. Was ist dein größter Fisch? Ungefähr. Das war ein Stör. Ein Stör? Ja.
Hast du schon Waller gefangen? Nein. Dann müssen wir bald mal zusammen los, ja, oder? Guckst du auch jedes Video von mir? Also, ich gucke viele. Viele? Mit meiner Cousine habe ich gestern Abend ein paar geguckt. Heute Mittag geht wieder ins Online. Ja. Okay, Petri heil. Ja, das war der Tag des Angelns. Wir sind klitschnass geworden, aber es war trotzdem eine mega Veranstaltung. Und auf jeden Fall ein riesen Respekt an euch, an die zahlreichen Zuschauer, die hier trotz dieses wirklich miesen Wetters den Weg nach Friedrichstadt gefunden haben. Ich wollte euch eigentlich in dem Video noch viel, viel mehr zeigen. Wir wollten auf jeden Fall auch noch einen Fisch zusammenfangen. Das hat diesmal nicht geklappt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Das werden wir nämlich im nächsten Video nachholen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte eigentlich auch noch die ganzen anderen zahlreichen Stationen durchlaufen. Es war ja hier wirklich einiges geboten. Da drüben angeln sie jetzt gerade noch auf Hecht auf der anderen Seite. Sven und ich, wir hatten den Wallerpart und wir wurden regelrecht vom Publikum überrannt. Auch hier im Norden ist das Interesse für den Wels groß. Und wer weiß, was sich hier in diesem Gewässersystem an Wallern versteckt. Eins ist auf jeden Fall Fakt, ich werde irgendwann mal noch mal privat hierher kommen, vielleicht sogar mit meinem großen Boot und einige Tage Zeit im Gepäck haben, um mal hier versuchen, ganz gezielt auf Wels zu angeln. Das ist in solchen kleinen Zeitfenstern bei diesen Events natürlich immer nur schwer möglich. Aber es war trotz des Wetters ja, eine tolle, runde Veranstaltung. Vielleicht sehen wir uns 2024 hier wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Für Sven und mich geht es jetzt wieder nach Hause. 8, 9, 10 Stunden, wissen wir nicht, wie lange es dauert. Und nächste Woche wieder weiter ans Wasser. Und was da passiert, seht ihr natürlich hier auf dem Kanal. Und dann auf jeden Fall wieder mit Fisch. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute für euch. Viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.